Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Und ich habe mir überlegt, ich hätte mal Lust, ein bisschen einen auf SpaceX zu machen. Vor allem hilft uns das auch später. Und zwar möchte ich eine Art Skynet errichten, aber nicht um Kerbin, das ist langweilig, sondern um Eve. Denn die Idee, Eve zu umkreisen, finde ich ganz cool. Und ich finde auch die Idee, auf Eve zu landen, eigentlich ganz cool. Die Landung sollte verhältnismäßig einfach sein. Man kommt halt nie wieder weg, aber das ist bei unbemannt nicht so schlimm. Aber wir brauchen ein zuverlässiges Kommunikationssystem. Und das würde ich gerne bauen. Und deshalb entwickeln wir jetzt mal eine Rakete, die dieses Kommunikationssystem nach Eve bringen kann. Wobei wir das erstmal am Moon testen werden. Also wir werden erst ein Kommunikationssatellitennetzwerk um den Moon errichten. Und wenn das funktioniert, dann nehmen wir die Rakete und schicken sie nach Eve. Dafür brauchen wir aber den Ionenantrieb hier. Und ich würde den Ionenantrieb gerne benutzen. 550, 400. Das ist kritisch. Haben wir eventuell in der Space Station? Wir haben doch jetzt eine Menge gemacht. Hat die Space Station in der Zwischenzeit irgendwie Forschungen gemacht oder so? Ja, hat sie. Nice. Gib. Warte. Batterien muss ich eigentlich nicht mal schauen, ne? Ja. Unsere wunderbare Raumstation macht einen hervorragenden Job, sage ich nur. Einen wirklich hervorragenden Job. So, 90 und ka-ching, 100. Perfekt. Dankeschön. Zurück zum Weltraumzentrum. Das sollte 100 waren ungefähr. Das sollte ziemlich genau reichen, ne? Das ist sehr gut. Ja, 565. Wir brauchen 550. Okay, sehr gut. So, nee, oh Gott, nicht das Falsche. Nein, wieso? Nein, wir müssen beides haben. Ich dachte, also hier zum Beispiel hat es ja gereicht, entweder oder, ne? Den hier oder den hier für den. Fortschrittliche Landung. Hä, warte mal, das macht überhaupt keinen Sinn. Hier ist auch eigentlich eine Unverknüpfung. Ach, beliebige. Alle. Oh nein. Und das kostet 300. No. No. Jetzt haben wir das hier freigeschaltet, aber jetzt haben wir keine 550 Punkte mehr. No. Ich wollte ein Ionentriebwerk. Ach, belastend. Belastend. Ja, okay, dann bauen wir halt ohne Ionentriebwerk. Schade. Wirklich schade. Aber es ist, wie es ist. Weil die Starlink-Satelliten, die haben ja auch ein Ionen-Krypton-Triebwerk. Und ich dachte mir, mit einem Ionen-Xenon-Triebwerk können wir es genauso machen. Aber dann müssen wir es ohne machen. Also, wir bauen jetzt erstmal die Upper Stage. Und dafür brauchen wir... Ich will jetzt nicht zu schwer bauen. Denn das Teil, was wir jetzt bauen, soll wirklich nur... Das soll eigentlich gar nicht so viel machen, ne? Soll eigentlich gar nicht so viel machen, wenn ich genauer drüber nachdenke. Oh, können wir hier Flugzeugteile vielleicht ausblenden? Das verwirrt mich ein bisschen. Weil das ist zum Beispiel ein Flugzeugteil. Das ist... Das macht es jetzt nicht einfach. Was waren denn die normalen Tanks? Die hier, ne? Was können wir hier für ein Triebwerk dran machen? So ein Schwenker vielleicht? Ja, okay. Das ist, glaube ich, eine gute Upper Stage. So. Und da drauf... Jetzt brauchen wir einen Entkoppler. Ich habe immer noch nicht genau verstanden, was hier der Unterschied zwischen einem Entkoppler und einem... Moment. Sollte ursprünglich zusammenhängen...
Gebäude trennen. Achso, einfach nur so ein kleiner Entkoppler. Im Gegensatz zu Entkopplern trennen Separatoren alles ab, das an ihnen befestigt ist. Diese neue Technologie stieß bei Raketeningenieuren weltweit auf Begeisterung, nicht übel für etwas, das als fehlgeschlagener Test eines Sprengbolzen. Trennen alles ab. Ja, und ein Koppler nicht. Ich habe immer noch nicht genau verstanden, was er. Also bitte, wenn ihr wisst, was das ist, bitte sagt es mir. Versenkter Klimotron, okay, nice. Sag mir, was das ist. Ich nehme mal einen Entkoppler. Oh. Den da. So. Der trennt alles über sich ab, das passt. Okay. Dann bauen wir mal unsere Satelliten. Und zwar. Wie bauen wir die jetzt am besten? Die brauchen verschiedene Module. Also ich möchte mehrere Satelliten, also drei Satelliten, gleichzeitig deployen. Das ist jetzt die Schwierigkeit, die wir hier haben. Was haben wir denn hier alles für Teile da? Also wir brauchen Antennen und so, das ist klar. Ja, die brauchen schon noch Platz mit den Antennen und so, ne? Also am besten alles Zeug, das sich aufhalten lässt. Das ist schon mal wichtig, würde ich sagen. Und dann brauchen wir irgendeinen Satellitenkörper. Was haben wir denn da? Ladung. Ein Behältermodul. Ja, das ist aber eher für so Experimente. Für Menschen, beziehungsweise für Körbels. Nee. Nee. Kommunikation. Ja, das ist soweit ganz in Ordnung. Solarmodule und so weiter brauchen wir. Aber wir brauchen irgendeine Basis für die Satelliten. Vielleicht können wir da aus dem Aerospace-Sektor irgendwas nehmen. Ich meine, es muss ja nicht dafür gedacht sein, ne? Wir können ja hier Teile zack entfremden. Das ist jetzt nicht so das Problem. Aber ich habe auch gerade noch nicht so die Idee, was wir hier zweckentfremden könnten. Das sieht witzig aus. Das ist ein Laderaum, okay. Einfach ein Strukturrumpf. Ist zu groß. Das ist meiner Ansicht nach zu groß. Ich denke, wir fahren ganz gut, wenn wir so einen Laderaum nehmen. Wo sind denn die Laderäume hier? Die wir sonst immer benutzen. Wo sind die denn? Hä? Aerodynamik? Nee, Nutzlast hier. So eine Wartungsbucht. So. Oder so. Oh Gott, nein. Okay, also das hier, würde ich sagen, sind die Körper unserer Satelliten. Ja. Und deshalb kopieren wir die jetzt mal nach oben. So. Zack. Und hier oben ist dann irgendwie vielleicht nochmal ein Notfalltank oder sowas. Oder auch einfach nichts. So. Also das wäre hier die... diese Einheit hier braucht noch eine Art... Also irgendwas, damit das denken kann. Damit es arbeiten kann. Also... ein Drohnenkern vielleicht... Ist dieses Ding hier gut? Gehen wir mal zur Startrampe und schauen, welche Funktionen das Teil hat. Also ein paar bräuchten wir dann schon. Also wir brauchen nicht alles.
Okay, normal, antinormal, antiradial, radial. Das heißt, was er nicht hat, sind die Ziel. Zieldinger, ne? Okay. Das ist kein Weltuntergang, theoretisch. Wartet mal. Wartet mal. Dieses Teil hier, was wir für den Rover eigentlich ursprünglich benutzt haben. Was kann der? Was kann der? Das ist die Frage. Der kann. Okay, der kann kaum was. Okay, gut, dann. Flug zurücksetzen auf Fahrzeugbau. Ich dachte mir, vielleicht können wir sogar so eckige Drohnen machen, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Na, jetzt habe ich das alles gelöscht, ne? Aber egal, wir müssen erstmal einen entsprechenden Autopiloten finden. Was kann der? Wir müssen jetzt mal ein bisschen testen. Ich meine, die Drohnenkerne gehen natürlich schon. Aber irgendwie sind die auch weg. Okay, der kann auch nichts. Flug zurücksetzen. Irgendwie sind die auch weg. Also wir könnten halt für das Kommandomodul quasi so einen benutzen. Und für die anderen so ein, für die Satelliten selber. Das muss reichen. Weil wir haben sonst aktuell nichts mit Intelligenz. Okay, dann würde ich sagen, für das Modul benutzen wir den Drohnenkern. Das ist, denke ich mal, schon in Ordnung. Und dann, wo sind die Nutzlastbehälter wieder? Nutzlast, da. Und dann bekommt er auch erstmal eine Wartungsbucht. Wofür sehen wir gleich. Und dann brauchen wir Entkoppler. So, zack. Zack. Hier sind schon drei Satelliten. Das da weg. Ein Satellit, zweiter Satellit, dritter Satellit. Und das hier gehört zu dem. So, jetzt brauchen die Satelliten nämlich noch alle möglichen Dinge. Also die Satelliten selber brauchen natürlich einen Bordcomputer. So. Und dann brauchen wir noch Batterien. Gut, es gibt mittlerweile auch diese Batterien hier, ne? Oh, ich glaube, für die Satelliten selber nehmen wir die Batterien. Ich halte das für eine gute Idee. So, also die gehört jetzt zu dem, die gehört zu dem und die gehört zu dem. Und da unten, da können wir für das Modul noch Batterien reinpressen. Beziehungsweise, warte mal, wir brauchen noch Reaktionsräder. Und Batterien. Ach, da geht auch so eine große Batterie rein, oder wie? Okay. Das ist jetzt nicht so, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe, aber ich glaube, es ist in Ordnung. Und dann die Satelliten an sich bekommen dann auch noch kleine Reaktionsräder. Den Platz haben wir jetzt dafür. So. Zack. 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 So, Saft haben wir. Dann brauchen die Solarpanels.
Da ist jetzt die Frage, nehmen wir einfach so große? Und dafür nur eins? Besser ist es, ne? Ich glaube, das machen wir wirklich so. Geht das? Ist halt so ein bisschen SpaceX-Style, ne? Wir müssen uns den Platz gut einteilen. Das ist die Problematik. Was können wir da drin eigentlich noch reinmachen? Wir können noch mal eine Batterie reinmachen. Na, schadet nicht. Man kann nie genug Strom haben. So. Zu. Zu. Und zu. Wenn wir das so machen, dann sollten wir das so machen. Dann das da dran. Und dann das da dran. Damit die sich halt gegenseitig nicht im Weg sind. Wobei das Gegenüber blockiert. Denn Gegenüber, damit ihr versteht, was ich vorhabe, möchte ich nämlich das Ding haben. Ne? Hier. Nein. Das da. Moment. Hier, das da. Würde ich gerne haben. Eine dicke Antenne. Und das ist keine Relais-Antenne, das ist nur ein Kommutron. Wobei wir davon, nee, also der hier macht halt die, oder der stellt die Verbindung. Wobei davon brauchen wir eigentlich nur einen, ne? Nee, brauchen wir nicht. Die sind zwar alle untereinander verbunden, aber es brauchen auch alle immer eine Verbindung. Also mindestens einer braucht immer eine Verbindung nach Kerbin. Nee, okay, also brauchen theoretisch alle. Das heißt, hier müsste einer hin. Ja, und jetzt hätten wir da uns schon wieder gegenseitig blockiert, ne? Ich glaube, die Solarpanels, das ist nichts. Ich glaube, das taugt nichts mit den großen Solarpanels. Wir müssen das anders machen. Dann drehen wir das nochmal zurück. Weil die hier sind die Hauptkommunikationseinheiten. Und dann brauchen wir Solarpanels. Wo sind hier bei Elektrik? Und zwar, ich glaube, die hier. Modell A. Nee. Modell B. War das? Das hier ist B. Genau. Wobei ich mir da halt nicht sicher bin. Ich glaube, da reicht halt einer nicht. Das ist die Frage, können wir die Dinger vielleicht auch einfach auf die Tür klatschen? Weil da müssen wir eh nicht mehr rein. Ins Batteriemodul. Also so müsste das gehen. So müsste das gehen, weil das Ding bleibt ja auch dran. Weil das koppelt ja das hier ab. Das müsste eigentlich gehen. So. So. Ja, dann oben auch. Oben kann sie einfach nur ein bisschen überstehen. Das ist schon okay. Ups, Modul B. Ah, Moment. Falsch. Symmetrie. So, nochmal. Weil sonst mache ich mir Sorgen, dass wir zu wenig Strom haben, wenn wir nur eins von diesen kleinen Popel-PV-Panels dabei haben. Da habe ich kein gutes Gefühl bei. So. Ja, ich glaube, so ist besser. Dann haben wir das und dann können wir auf die Seite nämlich die Relais-Schüsseln bauen. Kommunikation, Relais-Antennen. Ja, jetzt ist auch die Frage wieder, was nimmt man hier am sinnigsten? Die
meine, das ist halt viel zu groß eigentlich. Und theoretisch brauchen wir das auch nicht in der Größe. Weil das sind eher so für so Fernsonden, ne? Aber die Dinger sind ja nur dafür da, dass die drei hier untereinander kommunizieren können und damit die Geräte auf dem Planeten über die Satelliten untereinander kommunizieren können. Und die hier ist für die Verbindung nach Kerbin. Ja. Offenbar überschneidet sich das ein bisschen. Das heißt, wir müssten hier eher weiter unten ansetzen. Hier eher weiter oben. So, und dann müsste der hier perfekt reinpassen. Ja. Knappes Ding, aber geht. Okay. Ich hoffe, es geht. Dann hätten wir da... Ja. Und das Ganze können wir jetzt einpacken. Mit einem Fairing. Ah, nee, wir brauchen noch einen Koppler, fällt mir gerade ein. Einen Koppler. So. Und das können wir jetzt einpacken. Mit einem... Geht das so ein kleines Fairing? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir brauchen eh eine größere Rakete da unten, also das ist eigentlich ist schon okay. So, machen wir einfach so. So. Stamm mal in den Kommentaren, ich soll es so spitz wie möglich machen. Das ist hässlich. Ich glaube, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Verkleidung löschen. Wir machen es nochmal neu. Die haben jetzt halt keinen eigenen Antrieb. Weil, wie gesagt, ich wollte die mit Ionentriebwerk bauen. Die haben jetzt keinen eigenen Antrieb. Das heißt, diese Stage muss die in ihren Orbit bringen. Das heißt, man fliegt in den Orbit vom ersten Satelliten, deployt den... Fliegt dann in den Orbit vom zweiten, deployt den und dann so und so weiter und so fort. Das ist der Plan. No? Mal schauen, ob der aufgeht. So, und das ist unser ganzes Nutzlast. Oh. Mit Shift hat man mir gesagt. Ach, danke schön. Das ist sehr gut. Und dann brauchen wir ein paar dickere Raketenteile. So. Was in die Richtung? Ja, können wir einfach... Machen wir einfach mehrere Stufen. Ich meine, Geld ist ja nicht so relevant zum Glück. Ne, das war zu groß, ne? Wir brauchen den da. Und dann machen wir nochmal eine zweite Stufe mit dem Triebwerk. Dem Hauptsegel. Aber es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Weil das halt im Vakuum nicht so effizient ist. Im Vakuum ist halt der Pudel eigentlich echt gut. Wie ist denn der Unterschied? 350 im Vakuum und das hat 310. 40 weniger Effizienz. Das sind über 10%. Wir ignorieren mal die 10% und probieren es einfach aus, würde ich sagen. Ein Koppler. Zack. Und dann nochmal den gleichen Spaß unten dran. So.
Nur, dass hier dein Koppler nicht dran sein soll. Ja. Dann kriegen wir das Ding ohne Booster in den Orbit? Wahrscheinlich nicht, ne? Verpesten wir ein bisschen die Luft und bauen Feststoffbooster dran. Das ist ein bisschen klein. Nehmen wir so einen großen hydraulischen Koppler. Können wir auch hier so ein... Süß. Den haben wir noch nie benutzt, ne? Aber irgendwie fühle ich den auch nicht. Verstehe. Aber geht das hier oben noch? Nee, das ist schlecht. Wir müssen den unterhalb des Triebwerks hin machen. Okay, wir müssen einfach sehen, wie sich das verhält beim Entkoppeln. Das ist über den Entkoppler, ne? Ich brauche mir da keine Sorgen machen. So, Aerodynamik. 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 Und dann... Nee, zu groß. Zu groß. Sieht gefährlich aus mit den Spitzen hier. Aber ich finde die witzig. Okay. Und dann brauchen wir noch eine Startstabilisierung. Struktur. So. Dann brauchen wir hier noch Autostreben. Ah ne, nicht Starre vom Autostreben. Vorläuferteil. Ich hab doch... Hab ich nicht. Oh mein Gott. Was ist jetzt passiert? Hilfe. Ich wollte mit Shift einfach nur das nach unten ziehen. So. Sind hier die Autostreben drin? Autostrebe... Nee. Die Autostrebe möchte ich dahin haben. Hier möchte ich... ins Verankerungsteil und da möchte ich eine Autostrebe an den schwersten Teil. Okay. Masseschwerpunkt. Sieht auch gut aus. Gefällt mir. Okay, wir haben einen Bordcomputer, wir haben die Satelliten dabei, wir haben Strom dabei. Ich habe sicher wieder irgendwas vergessen. Wir nennen das Satellitennetz RGB-Link. Wow. RGB-Link V0.1. Ach Gott, bin ich unkreativ. Egal. So, Starlink ist ja... Nee, komm, das ist wack. Wir nennen es Skynet. Ist viel besser. Okay. Ich habe sicher irgendwas vergessen. Aber gut, das Staging müssen wir noch anpassen. Die ganzen Stützen müssen natürlich am Anfang weg. Dann die Booster müssen gezündet werden. Und das Hauptsegel muss gezündet werden. Dann im zweiten Step müssen die Booster abgesprengt werden. Dann muss der untere Triebwerk abgesprengt werden und gleichzeitig das zweite gezündet. Dann geht das Fairing auf
Und dann werden die Satelliten nach und nach deployed. So, das ist das oberste. Das wird als erstes deployed. Dann das noch eins höher. Dann kommt das. Das kommt am Schluss. Aber nachdem. Nachdem das Fairing. Wartet mal. Irgendwas ist hier noch. Nee, warte, das hier muss als erstes weg, ne? So, also das hier befreit das ganze Teil hier und schaltet das Triebwerk ein. Und dann werden nach und nach der erste, der zweite und der dritte Satellit deployed. Okay. Speichern. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir das Teil noch auf der Startrampe aus. Eventuell kriegen wir noch einen Orbit hin. So. SAS an. Schub. Oh mal. So auf ein Drittel ungefähr. Und go. Was ist eigentlich Thrust Rate? Ja, es geht noch. Warte, warte, warte. Flug zurücksetzen, auf Start zurücksetzen. Hä? Was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Stimmt. Habe ich irgendwas? Oh, irgendwie ist die Steuerung seltsam. Ich habe irgendwas mit der Steuerung verkackt. Na gut, okay. Dann ist sie jetzt so. Ich bin mir gerade nicht sicher, was und wieso, weshalb, warum, aber ist in Ordnung. So. 2 Kilometer. Feststoffbooster sind gleich leer. Ich hoffe, wir haben da noch genug Schub. Um mit dem Hauptsegel weiterzukommen. Okay, aus irgendeinem Grund haben sich die Booster nicht gelöst. Die waren wahrscheinlich doch nicht da dran. Das ist schlecht. Wir müssen die dann mit dem zusammen absprengen und haben jetzt zusätzliches Gewicht, was wir eigentlich überhaupt nicht gebrauchen können. Aber mit diesem Fehler müssen wir jetzt erstmal leben und zusehen, dass wir den korrigieren. So, wir sind ein bisschen schief. So, das. Genau. So sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Trotz des kleinen Fehlers. Ja. 80. Machen wir mal ein bisschen über 80 Kilometer. So. Stopp. Zack. Manöver. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich den Orbit mit einem Manöver ziehe. Ich weiß, kann ich auch ohne Manöver fliegen, aber.
Muss ja nicht. '86 und 82, ja, das ist in Ordnung. Da kann man arbeiten. Okay. Das kostet uns den kompletten Treibstoff. Okay. Also für den Moon könnte es reichen, hoffe ich. Aber für Eve auf keinen Fall. Da muss die Rakete größer sein. Da muss die Rakete größer sein. Aber wir haben jetzt noch, also doch, für die Moon würde ich sagen, haben wir genug. Achso, ich brauche nicht vorspulen, weil, ja, okay. Okay, noch 30 Sekunden. Und das ist schon relativ angenehm mit dem Manöver. Genau, die Satelliten können... Nee, Ziel können sie nicht. Manöver konnten sie sogar, ne? Also die Satelliten haben diese vier Punkte hier unten nicht. Die haben nur die sechs da oben, wenn ich das richtig jetzt habe. Also eigentlich alles völlig in Ordnung. Okay. Wie sieht's aus? 83 zu 86 Kilometer. Ja, das ist ein schöner Orbit, würde ich sagen. Das ist ein schöner Orbit. Das ist ein sehr schöner Orbit. Dann entfalten wir das hier mal vorher. Und da sind sie, unsere drei Skynet-Satelliten. Ja, ich hoffe mal, dass das funktioniert, was ich vorhabe. Ihr werdet mir jetzt wahrscheinlich in die Kommentare schreiben, dass ich komplett verkackt habe, weil ich irgendwas vergessen habe. Wir werden sehen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.